Es tut mir leid, Rin. Ich habe versucht, dir zu helfen. Wir scheint uns ein paar heftige Tage. Wenn du liegen willst, dann versuch wenigstens deine Geschichte plausibel zu halten. Ansonsten ist es einfach nur eine Beleidigung. Ich muss sagen, es tut uns leid. Kriegen wir wieder goldene Gezeiten. Sie lächelt wankelmütig. Oh, es ist nicht alles schlimm. Ich habe heute ein paar glänzende Beeren gefunden. Das heißt, ich werde nachher mal sehen, ob mich das vergiftet spielen. Das ist immer spannend. Kann ich dir irgendwie helfen? Sie zuckt gleichgültig mit den Schultern. Ich weiß nicht, es läuft hier ganz gut. Es sei denn, du hast etwas zu essen über, das du nicht brauchst. Oder Wasser. Oder eine Decke oder ein neues Bett oder ein neues Haus. Du weißt schon, irgendetwas. Rin fängt mit einem verspielten Lächeln auf dem Gesicht an zu reden, doch dann quellen ihre Augen auf. Ihre Stimme bleibt fröhlich, selbst als Tränen ihre Wangen hinablaufen. Sie wischt sie weg, verlegen und wütend. Doch jetzt zittern ihre Hände, die Tränen werden zahlreicher und die Worte strömen weiter aus ihr heraus. Entschuldigt bitte, es ist nur, weil ich seit Tagen hungrig bin. Ich weiß nicht, wo ich bin, mein Kopf tut weh und nichts macht Sinn. Dann lacht sie hilflos mit einem Hauch von bebender Panik, die sich in ihre Stimme schleicht. Götter um mich. In meinem Kopf bin ich kaputt. Der Mond ist falsch und ich bin es so leid, die ganze Zeit Angst zu haben. Ja, ich könnte dir ein paar Chin geben, aber ich könnte einfach sagen, du sollst mit mir kommen. Sie blinzelt dich an und grinst stark, wirklich? Sie blickt auf die kleine Ecke, in der sie sich versteckt hat und dann wieder zu dir. Wo geht es hin? Ja, vielleicht können wir dir ein neues Zuhause suchen. Ich bringe sie auf jeden Fall nicht zurück zu dieser verrückten Sklavenhändlerin. Deal hin oder her. Vielleicht können wir einen Arzt für dich suchen. Ich weiß es nicht, aber bei mir bist du sicherer als hier. Vielleicht können wir einen Arzt für dich suchen. Vielleicht. Sie legt die Arme um sich. Aber was ist mit diesen Schurken? Was ist, wenn mich jemand jagt oder euch? Ich bin keine Kämpferin. Ich kann euch nicht helfen. Es ist gefährlich, egal ob du hier alleine zurückbleibst oder mit mir kommst. Bei mir kannst du wenigstens lernen, alleine auf dich aufzupassen. Mach dir keine Sorgen, ich werde dafür sorgen, dass es dir gut geht. Du hast recht, ich kann es mir nicht leisten, jemanden mitzunehmen, der sich nicht zu verteidigen weiß. Vergiss es. Du kannst lernen, auf dich selbst aufzupassen. Genau, Indigo, das ist Gerechtigkeit. Vermutlich, sie schiebt den Kiefer vor und nickt. Also gut, ich werde es tun. So, wir haben jetzt ein kleines Mädchen. Gottes Vergebens. Ah ja. Heilen, Wahrnehmung, schnelle Finger, Sprinten. Und sie hat halt eine passive Fähigkeit. So, jetzt kann ich euch mal kurz hier genau. Oh, wir sind von Blau und Indigo auf Blau und Gold gesprungen. Die blaue Gezeit steht für Weisheit, Vernunft und Erleuchtung. Jene, die auf diese Gezeit abgestimmt sind, suchen Informationen und die Bewahrung jegliches Wissen in allen Formen, ob wissenschaftlich oder spirituell. Gelehrte, Lehrer, Wegweiser und Mystiker sind oft auf die Gezeit abgestimmt. Die goldene Gezeit steht für Empathie, Barmherzigkeit und Aufopferung. Jene, die auf diese Gezeit abgestimmt sind, beachten die Bedürfnisse des, die ihnen wichtig sind, mehr als alles andere. Märtyrer, Wohltäter, Rächer und Beschützer sind oft auf diese Gezeit abgestimmt. Also bin ich jetzt barmherzig und weise. Das gilt übrigens nur für mich. Für die anderen Gruppenmitglieder gibt es diese Gezeiten-Sache nicht. Und ich habe jetzt das Vermächtnis Lotse dadurch. Ach ja, und aufmerksam, Jack ist meine Klasse. Also Jack ist die eigentliche Klasse, das heißt, ich bin eigentlich ein Tausendsasser und Alleskönner. Und das Aufmerksam ist ein Zusatzattribut. Hier steht es nämlich. Beschreibe aufmerksam. Du achtest auf die kleinsten Details und bemerkst die andere oft übersehen. Dadurch habe ich Fertigung und Konzentration erhöht, aber mein Sprinten ist halt niedriger, weil ich halt ja. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Weil ich halt mir Zeit lasse, mir meine Umgebung anzusehen. Und Jack ist halt meine Klassentyp.
Sie sind furchtlose Erkunder und Abenteurer. Sie sind alles Könner, die... Und das Wort geht zurück auf Fabeln über einen gewissen einfallsreichen Helden, der anscheinend immer Jack heißt. Ja, mir war einfach mal danach, mich hier auf den Glücksritter zu machen. Und halt hier unten die Fähigkeiten. Vier Punkte, die ich auf die Pools verteilen konnte. Das habe ich jetzt auf Kraft und Geschwindigkeit gemacht. Ich hätte Intellekt nehmen sollen. Da habe ich nämlich irgendwas bei der Charaktererstellung nicht ganz mitgekriegt, weil ich dachte, ich hätte von Anfang an 7 Intellekt. Dann habe ich auf Stufe 1 2 Fähigkeiten bekommen. Die beiden hier. Auf jeder weiteren Stufe kriege ich eine zusätzliche Fähigkeit. Und ich kann auf jeder Stufe eine Erkundungsfähigkeit auswählen. Ja, Stufen sind eine besondere Sache hier, weil Stufen sind in Schritte unterteilt. Also jeweils 4 Schritte ergeben eine Stufe. Ich habe jetzt bereits meinen ersten Schritt hinter mir. Und mit jedes Mal, wenn ich 180 Erfahrungspunkte habe, kann ich den nächsten Schritt machen. Also wie man sehen kann, ich habe Schritte 1 von 4. Sobald ich den vierten Schritt gemacht habe, steige ich eine Stufe auf. Gut. Have you had a healer look at it? Oh yes. I collected every dirty rag and scrap of stale bread I could find to pay her too. I'm sorry. Could I donate a rag as charity? Gut, dadurch haben wir das hier gemacht. Genau, ich sollte zu Tolmagur gehen und die Sache zwischen den beiden lösen. Und ja, man merkt, das ist etwas eher futuristisch gehalten. Hier oben haben wir zum Beispiel einen Platz. Etwas, was aussieht wie ein, ja, wie ein Krankenhaus. Aber ich kenne da jemanden, der sich da eher drauf spezialisiert hat. Das heißt, ich sollte eigentlich jetzt zurück ins Regierungsviertel gehen. Bevor ich mich hier weiter umsehe und ihre Wunde versorgen lasse. Ich kenne da nämlich eine Chirurgin, die auf Kinder spezialisiert ist. Bevor ich mich hier weiter umsehe, kümmern wir uns erstmal um unser viertes Gruppenmitglied. Man kann übrigens auch nur 4 Gruppenmitglieder gleichzeitig in der Party haben. Und ich schätze mal, das werde ich nicht ewig behalten. So, das hier ist die Karawanserei. Wie man schön an den Schiffen nicht sehen kann. Da unten bei der Grotte war ich noch nicht und hier oben bei der Kuppel auch noch nicht. Da komme ich wahrscheinlich irgendwann hin. Hier ist das Gasthaus, wo ich rasten kann, um meinen Wertepool wieder zu erhöhen. Und um mich zu heilen natürlich. Of course we can help. Right on? So, jetzt aber erstmal um das Kind kümmern. Danach können wir uns im Klippenrand weiter umsehen und dann habe ich eh vor, zurückzugehen zum Zirkus. Da ich da auch noch Aufträge habe. So, man sieht hier schon die abgefahrenen Sachen und das ist die Frau, die ich meinte. Oh, hallo. Sagt sie, als sie Rinder spielt. Sie lächelt dich mit neugewonnener Anerkennung an. Was für eine Freude, euch zu sehen. Und dir, sie wendet sich Rind zu, richtig, um eine ähnliche Höhe zu erreichen. Da wo, was ist denn das? Sie greift hinter Rinds Ohr, als sie sich nach hinten umdreht, um zu sehen, was dort vor sich geht, tippt Alsin auf ihr auf die Nase. Rind lacht, Alsin lächelt. Was für ein Schatz, gehört sie euch? Sie sieht zu dir auf, ihre Mimik entspannt sich, als sie deinen Gesichtsausdruck sieht. Sie steht auf und nimmt deine Hände. Ihr seid ein guter Mensch, sagt sie nur und sieht dir dabei in die Augen. Dann lässt sie deine Hände los. Okay, sie kann erstmal noch nichts machen. Wahrscheinlich müssen wir wirklich erst mit der anderen Frau reden. Mit der Sklavenhändlerin.
Und können sie dann wahrscheinlich in ihre Obhut geben. Das wird wahrscheinlich das Beste sein, was wir machen können. Hier im Zirkus habe ich eh noch andere Sachen zu tun. Nämlich hier beim Hinrichtungsplatz. Toller Name übrigens. Also hier ist das Kultistenlager. Da geht es zur Schattenseite. Das ist das die Unterstadt sozusagen. Und da geht es auch zum Klippenrand. Ich denke, das ist best. Zum einen habe ich hier den Typen, mit dem ich noch reden muss. Der hat nämlich was mit diesem... mit dieser Kreatur hier vor. Und im Orden der Wahrheit hat man uns darum gebeten, ihm zu helfen. Das ist nämlich das hier. Min von Tan Liang hat mich geschickt. Er sagt, ihr würdet Hilfe brauchen. Ich? Balthasar zog zusammen, Eifersucht und Misstrauen brauen sich in seinem Gesicht auf. Ich könnte tatsächlich einen Komplizen gebrauchen. Was ich nicht gebrauchen kann, ist jemand, der den ganzen Ruhm für meine Arbeit einsackt. Was erwartet ihr davon? Das gute Gefühl, einem Kollegen auszuhelfen? Wissen. Blaue Gezeiten. Deine Antwort kann das Misstrauen des Gelehrten nicht zerstreuen, scheint es. Er mustert dich, beißt sich auf die Lippen, dann seufzt er. Gut, ich erzähle euch, was ich weiß. Balthasar sieht sich am Platz um, als fürchtet er, bespitzelt zu werden. Da deutet er dir, zu ihm zu kommen. Ich habe einen Apparat. Sein heiseres Flüstern ist vermutlich noch in mehreren Metern entfernt zu hören. Jemand muss nah genug an den Käfig rankommen, um den Apparat anzubringen. Dann teleportiert er den Nicht-Temeron zum Richt der gefallenen Welten. Er kichert und reibt sich die Hände und dann... Ihr werdet ihn studieren, tötet ihr ihn, befreit ihr ihn? Befreit ihr ihn? Was? Natürlich nicht. Er verzieht den Mund. Warum sollte ich mir all die Mühe machen, Mühe auf mich nehmen, um dieser Kreatur zu helfen. Biomechanische Organismen faszinieren mich. Nicht Terminoir ganz besonders. Ich konnte noch nie einen aus der Nähe untersuchen. Er flüstert. Deshalb will ich, dass ihr die Kreatur aus ihrem Teelfisch teleportiert, tötet und mir ihr Gedächtnisorgan bringt. Ihr wollt, dass ich deswegen seines Gehirns töte. Ist das nicht Mord? Ich bitte euch, sagt Balthasar. Er verdreht die Augen so sehr, dass nur mehr das Weiße darin sehen kannst. Es ist nur eine Maschine, kein Lebewesen. Wenn es euch hilft, stellt euch einfach vor, ihr würdet einen kaputten Apparat deaktivieren, der eben nicht deaktiviert werden will und tödlich sein kann. Wie funktioniert die Teleportation? Ich bin nicht sicher, gibt Balthasar Klaller zu. Ein Ex-Kollege von mir hat ihn in einer verrosteten Kriegsmaschine gefunden. Ex deshalb, weil er verschwand, als er den Apparat aktivierte. Wir fanden seine Überreste über das ganze Riff verstreut, als wäre er aus großer Höhe auf den Boden geknallt. Bei der Erinnerung wird er bleich im Gesicht. Ihr denkt jetzt vielleicht, dass dem Nicht-Termin und das gleiche Schicksal droht, und das könnte sein, aber ich glaube es nicht. Immerhin kann die Kreatur schweben. Wisst ihr wirklich nicht, wie das Ding funktioniert? Noch nicht, sagt Balthasar. Ich weiß nur, dass es alles, woran es angebracht ist, zum Riff der gefallenen Welten teleportiert. Das klingt so einfach. Ich gehe einfach zum Käfig, bringe den Apparat an und aktiviere ihn. Wenn es einfach wäre, bräuchte ich wohl kaum. Der Käfig der Kreatur wird natürlich bewacht und nun ja, man hat mich bereits einmal erwischt, aber euch kennen sie nicht. Balthasar wischt sich mit den Händen über den Mund. Sagt den Wachen, ihr wollt euch nur die Bestie ansehen und bringt ihr Apparat an, wenn sie gerade nicht hinsehen. Und wenn sie euch schnappen, verratet mich nicht. Er flüstert, seine Stimme zittert vor Angst. Sie haben gesagt, sie würden sich beim Orden über mich beschweren. Wir möchten doch nicht deine Karriere gefährden. Ja, wie komme ich nochmal an den Wachen vorbei? Sagt ihnen, dass ihr den nicht hier mehr und sehen wollt und bringt den Apparat an, wenn sie gerade nicht hinsehen. Nochmal, falls ihr erwischt werdet, ich habe mit allem nichts zu tun. Gut, gebt her, ich sehe, was ich tun kann. Hier, sagt er und leckt sich nervös die Lippen, während er dir den Apparat übergibt. Seid vorsichtig, ich habe keinen zweiten. So, ich mache mal einen Quicksave hier.
Ich habe nämlich so die Vermutung, dass ich El Jinto hier, mit dem ich schon mal geredet habe, dem und mir seine Lebensgeschichte angehört habe, er hat mir erlaubt, zu dem Vieh zu gehen. Vielleicht kann ich ihm einfach den Apparat geben und dafür was bei ihm einkassieren. Wir kommen zurück zum Reden hier oder nur zum Zuhören. Ein Ehrenpriester namens Belsa bat mich, den Nichtimeron zu stehen. Seht, er gab mir dieses Gerät. Genau, Indigo-Gezeiten wurde erhöht. Er Jinto nimmt das Gerät, das Belsa euch gab, und untersucht es grimmig. Der junge Idiot, wir haben ihn schon einmal erwischt, wie er am Käfig herumfuschte, und ich dachte, ich hätte ihn verscheucht. Offensichtlich nicht. Er seufzt und steckt das Gerät ein. Ich verstehe ihn besser, als ich es möchte. Wir haben unser Leben auf dem Brennholz unserer Ambition aufgebaut und hofften auf ein Lagerfeuer, ehe etwas es auspustet. El Jinto schüttelt den Kopf. Ich habe auf der Reise hierher Studien über das Nichtimeron angestellt. Wenn dieser kleine Nano gefragt hätte, dann hätte ich vielleicht meine Erkenntnisse mit ihm geteilt. Das könnt ihr noch immer. Lasst ihn aus eurer Erfahrung lernen. Ja, blaue Gezeiten und goldene Gezeiten. Das scheint kaum gerecht, sagte er, nachdem er deine Worte abgewogen hat. Doch ihr habt recht, ich bin kein junger Mann und es wäre gut zu wissen, jemand auf dem Pfad geholfen zu haben, ehe ich... Er hält inne, da fährt er fort, ehe ich die Stadt verlassen habe. Er reicht in seine Tasche und überreicht dir ein Päckchen abgenutzter Notizen. Da blickt er über deine Schulter. Ärger ist in Anmarsch, mein Freund. Belsa stampft auf dich zu und sieht wütend aus. Ich habe euch vertraut, brüllt er. Tränen der Frustration schwimmen in seinen Augen. Er kann sie gerade noch zurückhalten. Jinto entfernt sich diskret ein paar Schritte. Er macht ein trauriges Gesicht. Denkt ihr, ihr habt gewonnen? Zischt er eine einzelne Träne kurz seine eingefallene Wange herunter. Denkt ihr, das ist das erste Mal, dass ich verraten werde? Wutschnaubend hält er dir einen zitternden Finger vor das Gesicht. Ich erzähle mir der Orden der Wahrheit, dass ihr einen Ehrenpriester verraten habt bei einer geheimen Mission. Alle anderen werden wissen, dass man euch nicht trauen kann. Ihm die Notizen übergeben. Da ist Belsa die Notizen hin, er reißt sie dir aus den Händen, während er sie unglaublich überfliegt. Erklärst du ihm, wie du sie bekommen hast? Das ist mehr, als ich selbst hier hätte lernen können, flüstert Belsa. Er wird rot. Die ganze Zeit über habe ich es mit Hinterlist versucht, dabei hätte ich einfach nur fragen müssen. Danke, danke für alles. Er ruft El Jinto nach. Der erfahrene Entdecker zog zusammen und winkt ihm kurz zu. Belsa gibt dir eine Belohnung und geht dann davon. Den Kopf in den Notizen. Psychischer Wächter? Ist ein Artefakt? Ui. Goldene Gezeiten wurde erhöht. Erfahrungspunkte. Und er ist weg. Sehr schön. So, ich bin immer noch auf Blau und Gold. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Dann gucken wir mal, was wir da bekommen haben. Es gibt übrigens auch das sogenannte Cypher in diesem Spiel. Das ist diese Tafel hier. Und jeder hat halt ein bestimmtes Cypher-Limit. Wenn man jemandem zu viel Cypher gibt, also hier in den äußeren Rahmen kommt, der innere ist in Ordnung, nur die äußeren freien Plätze sind schlecht, dann kriegt man Chiffritis. Ja, klingt lustig, der Name. Und wie man sehen kann, hat der gewisse Nachteile, je stärker er ist. Genau. Deswegen sollte man gucken, dass man nicht zu viel Cypher mit sich rumschleppt. Cypher sind übrigens einmal Gegenstände. Halt 10 Punkte Intellekt und erteilt frische Dämpfe. Ah ja, da unten steht, wie oft es eingesetzt werden kann. Dass hier zum Beispiel frische Dämpfe kann 5-mal eingesetzt werden. Ich könnte es zum Beispiel jetzt benutzen, um meinen Intellekt aufzufüllen. Und sogar kurzzeitig ein Edge zu kriegen. Edge ist ziemlich wichtig, habe ich schon gemerkt. Weil jeder Edge-Punkt
erlaubt es mir, bei Handlungen eine Stufe höher zu gehen, ohne meinen Pool zu verbrauchen.